Da ist das 100 Volt Step-Up-Modul, das kleine. Das da hier, das blaue, ist der Potentiometer. Da, wenn man da im Uhrzeigersinn dreht, tut man die Volts nach oben drehen. Ich habe es auf 90 Volt eingestellt. Hier, da ist die Stromquelle 24 Volt Adapter. Das geht auf diese Silberstäbe und dann nehme ich den Strom ab. Das geht dann da drauf. Und da sieht man also ganz rechts, das rote ist Stromeingang plus und der schwarze ist Eingang minus. Dann das grüne ist dann der Ausgang minus und das weiße links ist der Ausgang plus. Dort werde ich dann die Elektroden anhängen. Also rein kommt 24 Volt und wie man sieht beim Voltmeter 90 Volt eingestellt. Ich messe das da hier beim Ausgang. Wenn ich den Eingang messe, wenn ich das dann eine, jetzt habe ich gerade verkehrt halt. Ist dann minus, weil das rote müsste außen sein. Das ist minus 24, das ist die Eingang. 24 Volt. Das Lämpchen da leuchtet, sobald man Strom reinlässt. Also das funktioniert wie die größeren 80 Volt Adapter. Und da man beim Kollodial, zur Herstellung von kollodialem Zeug, wenig Strom braucht, braucht es auch nicht große Kühlelemente eigentlich. Ich habe jetzt da den Stromeingang, habe ich den Widerstand nicht berücksichtigt, sondern bin da gleich da rein. Da kommt eigentlich die volle Power von ein paar hundert Milliampere noch rein da. Das Zeug ist kalt, man kann es anrühren. Das ist also nicht gefährlich. So. So, da habe ich die Anordnung. Sieht komplizierter aus, als es ist, weil ich dieses Voltmessgerät drin habe. Ich werde es dann auf Ampere messen stellen, aber man sieht die 90 Volt, die hier eingestellt sind und da rauskommen bei gelb-weiß. Die werden dann durch die Produktion im Kreislauf reduziert auf 87, also frisst etwa 2,5 Volt der ganze Stromkreis. Also das Strom kommt da rein beim Rot, geht durchs Gerät, kommt dann bei Gelb zurück, geht auf die eine Elektrode, durchs Glas, durchs Wasser, auf die andere, das Gold, bei Grün raus. Dann ins Messgerät und bei Weiß aus dem Messgerät raus, zurück ins Modul und dann bei Schwarz zurück zur Stromquelle. Die Stromquelle ist wie gesagt dieses 24 Volt Adapter da. So, also scheint genau gleich zu funktionieren wie die 80 Volt Module, ist aber kleiner. Also wir ist vermutlich für Hitzeproduktion, Hitzeentwicklung empfindlicher, wenn es kleiner ist. Aber da läuft so wenig Strom, das sollte eigentlich nie ein Problem sein. Also während dem Laufen kann man das Zeug anrühren und man spürt nichts. Vielleicht, wenn man da etwas Spitziges anrührt, könnte es spürbar sein, diese 90 Volt. Jetzt stelle ich auf Milliampere, mal schauen, was da fließt. Man sieht, glaube ich, noch nichts. So, jetzt habe ich die Milliampere, da musste ich noch das Gerät wechseln, weil beim anderen die Sicherung durchgebrannt ist. Da laufen bereits 0,4. 0,94, ungefähr 0,9 Milliampere, schon viel und man sieht auch schon, wie es da Blasen bildet.
Also es läuft seit 10 Minuten bereits so viel Milliampere und weist darauf hin, dass es mit dem Modul schon recht schnell geht. Das ist eines der besten Dinger, um mit Niedervolt ungefährlich kolloidales Gold herzustellen in ein paar Tagen. Es ist ein bisschen ganz leicht warm, aber nicht stark. Also, das taugt auch. Da noch ein kleines Detail. Ich habe probehalber diese Klemme da auf den Silberstab getan. Das heißt, dieser Widerstand, dieser 3,3 Kilo Widerstand wird berücksichtigt. Das heißt, da kommt eigentlich nur Strom raus von höchstens 8 mA. Die ganze Power ist weg. Und wenn da zu wenig Power reingeht, dann ist auch die Leistung entsprechend schwach. Also das kommt jetzt nicht über 0,1 Milliampere raus. Vorhin waren es 0,9. Also das heißt, man muss da wirklich möglichst bei der Stromquelle denke ich, ist so 100 Milliampere, also zwischen 100 und 1 Ampere ist, glaube ich, gut. Jetzt habe ich es da wieder direkt drauf. Da, wo der schwarze Kabel reingeht, direkt. Und jetzt sieht man sofort, läuft wieder 0,9 mA durch die Produktion. Okay, das ist jetzt alles. Den Rest sieht man bei den Videos zu den 80-Volt-Modulen.